Bist du bereit für den Kampf um Leben und Tod der Strichmenschen? Lass mich kurz überlegen. Ja, geht so. Was hab ich da gehört? Was? Nein, ich bin natürlich bereit. Ich hab mein Leben lang auf diesen Tag gewartet. Das wollte ich hören, dann würde ich sagen, ab geht es in den Angriff. Wir sind die Strichmenschen. Denn unser Ziel heute wird es sein, die beste Strichmenschen-Soldaten aller Zeiten auszubilden, um jedes Männchen zu einem Strich zu machen als Strichmännchen. Und die beiden Herrschaften vor uns sind auf jeden Fall schon bereit. Die gucken mich schon richtig ängstlich an. Ey, Leute, ich gehöre zu euch, okay? Also nicht mich angreifen. Und wenn ihr bereit seid, dann schreit jetzt mit mir alle zusammen mit. Das sind die Strichmenschen. Und ich habe irgendwie ein Gefühl, ich war der Einzige, der geschrien hat. Naja, aber Freunde, wir werden es schaffen. Let's go. Ab geht es in den Kampf. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Stick War Legacy, wo wir hier eine richtig krasse Strichmännchen-Armee zusammen erschaffen werden. Und ich würde sagen, wir drücken direkt auf Spielen und wählen den klassischen Modus aus. Normal, schwer oder irre? Okay, ich würde sagen, komm, wir probieren mal erstmal den normalen Modus aus und mal schauen, wie krass das Ganze jetzt sein wird, Freunde. Stick War Legacy, das ist jetzt der ultimative Kampf der Strichmännchen. In einer Welt namens Inamorator. Alles klar. Bist umgeben von verschiedenen Nationen, die sich alle ihre eigene Technologie verschrieben haben und um die Herrschaft kämpfen. Okay, Freund, da ist schon ein alter, weiser Strichmensch. Oh mein Gott, die betteln sich hier total. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Art und Weise, den Kampf zu führen. Sie sind stolz auf ihr Kunstwerk und sind besessen. Und bam. Also es wird auf jeden Fall ein heftiges Fight Battle. Ihr seht es, Freunde, wo wir uns mit anderen Strichmännchen-Armeen gegenseitig anlegen. Sie glauben alle, dass sie die Richtigen seien. Sie wollen andere Nationen ihre Politik auferzwingen. Denn ihre Anführer behaupten... Ja, was behaupten die? Es sei göttliche Intervention. Was auch immer das bedeuten soll, aber es hört sich schlau an. Und, oh, okay, Freunde, das ist jetzt das ultimative Battle hier. Der ganze Strichmännchen, das hier die ganze Story. Und es gibt wahrscheinlich auch dann verschiedene Truppen, die wir ausbilden können. Wie Bogenschützen, Schwerter oder sogar Magier und Sperrtons. Das ist Sparta. Oh ja, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt. Ich will jetzt endlich kämpfen und wer der ultimative Champion der Strichmännchen sein wird, das werden wir sehen, denn Freunde, wir werden der Anführer dieser Armee sein und wir müssen anscheinend, wir müssen hier so gegen die anderen kämpfen. Ihr seht, Achtung Leute, ihr werdet angegriffen. Und, alles klar, achso, ihr werdet doch nicht angegriffen. Das sind nur unsere Arbeiter. Los, schneller arbeiten. Okay, Freunde, deine einzige Chance ist es, zuerst anzugreifen. Ich verstehe schon. Und die Technologie jeder Nation auf deinem Weg zu erlernen. Voll der epische Anfang, ey. Okay, und unser Ziel wird es jetzt sein, als erstes die Statue zu zerstören. Wir müssen als erstes hier Bergarbeiter ausbilden. Dann würde ich sagen, hey, Bergarbeiter, habe ich den ausgebildet? Ah, jetzt wahrscheinlich. Und da kommt der. Hey, guck mal, der hat schon richtig Lust auf seinen Job, Freunde. Guck dich das Ganze an. Los, schneller, 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 schneller. Ab geht es. Und wir können jetzt hier so bewegen. Und er muss natürlich jetzt erstmal hier Berg abbauen. Gold abbauen hier. Los, schneller bei Bergarbeiter. So, er baut das Gold ab. Und alles klar, Freunde. Wähle den Bergarbeiter ab, indem du auf den Button klickst. Okay. Und jetzt, zwei Keulenschwinge ausbilden. Das bedeutet, das sind keine Arbeiter, sondern das wird dann wahrscheinlich hier meine Stickman, also meine Strichmännchen-Armee sein. Den ersten haben wir ausgebildet, da kommt der. Juhu, ab geht es in den Kampf, Leute. Wo ist die Action? Und da haben wir den zweiten jetzt, auch abgebildet. Jo, ich komm mit, wartet auf mich. Let's go. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, Angriff. Wir werden zum Angriff ansetzen und die Statue hier angreifen. Ah, nee, wir werden erstmal hier die Truppen angreifen. Da sind die anderen, Freunde. Oh, wir haben einen Bogenschützen. Okay, einer von uns wird getroffen. Wir müssen jetzt hier die gegnerischen zerstören. Okay, Freunde, wir können natürlich hier weiter ausbilden. Und los, zerstört die Statue. Aber, oh nein, der Bogenschütze kann von weitem aus wegschießen. Ihr seht es. Los, macht die Statue kaputt. Okay, Freunde, wir müssen vielleicht noch einen Bergarbeiter einstellen, der uns das ganze Gold beschafft. Jo, er verkloppt einfach die Bergarbeiter. Und 9. Baue deine Armee auf und erledige deine Gegner. Alles klar, Freunde. Ich weiß Bescheid. Wir brauchen mehr Angreifer. Let's go. Los, los, los.
Genau, die Arbeiter farmen das ganze Gold. Und mit dem Gold, was wir jetzt hier verdienen, können wir dann quasi neue Kämpfer ausbilden. Und ja, hier geht es schon richtig ab. Ihr seht es. Und unser Ziel würde es dann hier sein, diese Statue hier endgültig zu zerstören. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wir brauchen mehr. Los, Leute, das muss schneller gehen. Los, baut das Gold ab, verdammt nochmal. Der Feind, was? Hat Verstärkung angefordert. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Hat der krasse Verstärkung. Oh, er hat den Bogenschützen. Aber let's go. Meine Armee hat das Ganze geschafft. Okay, Freunde, wir schicken noch einen los. Let's go. Wir können noch einen Minenarbeiter hier einstellen. Also einen Bergarbeiter. Und da können wir uns noch einen weiteren Kämpfer hier abholen. Aber ich glaube, Freunde, komm schon. Wo kommen die? Los, beeilt euch, Leute. Rettet um euer Leben. Ja, die haben auf jeden Fall richtig Bock auf ihren Job. Ja, ja. Und let's go. Die Statue ist damit umgestürzt. Und wir haben hier die Archidons. Wurden aus ihrem Heimatland vertrieben und sind in die Berge geflohen. Oh yeah, oh yeah. Das bedeutet, als den allerersten Kampf der Strichmenschen. Oh, jawohl, haben wir, let's go, erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben uns Bogenschützen hier freigeschaltet. Nicht schlecht, muss ich sagen. Und wir haben hier Castle Archer freigeschaltet. Okay, was wir mit dem machen können, das werden wir auch noch gleich herausfinden. Auch irgendwelche solche Bogenschützen. Und hier sind wir in unserem Waffenlader und hier können wir, wir können jetzt zum Beispiel hier das Ganze upgraden. Let's go. Den Köcher können wir upgraden, das bedeutet, dass unsere Pfeile stärker sind. Wir können natürlich auch unseren Helm hier upgraden. Uga, uga, uga. Let's go. Wir können sogar unsere Minenarbeiter, dass wir besser abbauen, können wir theoretisch, okay, das können wir noch nicht upgraden. Aber, okay, dort sind wir fertig. Genug geupgradet. Oh, schönen guten Tag. Was willst du mir hier andrehen? Nichts, was ich mir leisten könnte, außer, das Ganze hier, was ist das hier? Bergarbeiter arbeiten 30 Sekunden lang doppelt so schnell. Naja, Freunde, ich würde sagen, komm, lass lieber darauf sparen, auf irgendwas anderes. Ich glaube, das ist besser. Und ab geht es, den ersten Kampf, ihr seht es. Oh, wie cool sieht das denn aus? Haben wir auf der Weltkarte erfolgreich gewonnen. Und ein Hinterhalt, deine Armee wurde von den Ureinwohnern dieses Landes angegriffen. Verstärkung kommt bei Sonnenuntergang. Halte bis dahin durch. Wir haben nicht viel Zeit. Erreicht er deine Festung. Klicke hier, um dein Zauberinventar zu öffnen. Der alte Magier. Oh, jetzt los geht es. Jetzt bauen sie schnell ab, meine Arbeiter. Und dann würde ich sagen, Freunde. Oh, wir können sogar Bogenschützen upgraden. Aber ihr seht es oben. Die ganzen kosten 300. Oh nein, sieht so aus, als hätte der Überfall begonnen. Nein, 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 Freunde. Wir können jetzt hier Einheiten stationieren. Alles klar, Freunde. Let's go, let's go. Los, los, los. Rückzug, Rückzug, Männer. Und da kommt einer. Da kommen die Bogenschützen. Ab geht es, Freunde. Und wir können sogar hier noch einen Bogenschützen ausequippen. Und natürlich noch ein paar Fernkämpfer, ein paar Nahkämpfer hier. Let's go, Freunde. Ab geht die Post. Noch ein. Okay, weitere Bogenschützen können wir uns nicht gönnen. Sie greifen unsere Statue an. Nein. Aus. Sitz. Nein, nein, sie können nicht unsere Statue angreifen. Das kann nicht sein, Freunde. Aber, jawohl, wir verteidigen sie gut. Wir verteidigen sie gut. Und ab geht es. Sehr, sehr gut. Wir haben den Ansturm überlebt. Und jetzt, genau, gehen wir aus der Verteidigung wieder raus, damit unsere Bergarbeiter wieder kommen. Aha, da kommt ihr. Let's go, Leute. Yeah. Die haben super viel Spaß an ihrem Job. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, wo ist die Statue der anderen Gegner? Oh, die haben gar keine Statue. Wir müssen einfach nur quasi jetzt verteidigen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Dann würde ich sagen, komm, wir gönnen uns hier noch einen Bergarbeiter. Dann können wir uns noch einen Nahkämpfer gönnen. Let's go. Und sie bauen natürlich hier fleißig das Gold ab. Okay, Freunde, wo ist die nächste Armee? Wir müssen, immer auf der Hut sein. Da kommt sie, Freunde. Wir müssen früh genug sie warnen. Und quasi hier, Achtung, zurück, 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 Männer. Da gehen wir jetzt hier zurück. Let's go. Warte mal, wir können auch theoretisch angreifen. Und jetzt schießen sie. Ihr seht es. Oh, voll hinten. Let's go. Sehr, sehr gut. Okay, Freunde, ab geht es. Das macht mir sehr, sehr gut. Sie dürfen unsere Statue einfach nicht zerstören. Und vor allem nicht unsere Minenarbeiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Kommt Verstärkung oder so von rechts? Nee, alles klar. Let's go. Okay, Freunde, würde ich sagen, weiter geht es aus der Verteidigung wieder raus. Oh ja, Freunde. Das sind hier unsere Strategien. Juhu. Wir freuen uns. Let's go. Dann gehen wir uns hier noch so... Oh nein, oh nein. Ein Bogenschützen oder irgendwie so. Yo. Die Nahkämpfer gehen sogar den Angriff. Was geht jetzt ab? Okay, Freunde, wir gehen uns noch ein paar. Let's go. Werden wir es auch so schaffen? Wir müssen nicht mal in die Verteidigung gehen, oder? Wir greifen sie einfach an, Freunde. Angriff ist die neue Verteidigung. Oh yeah. Dann gehen wir uns hier noch einen weiteren Nahkämpfer. Kommt alle in den Kampf. Alle nach vorne. Sie dürfen unsere Statue bloß nicht zerstören. Okay, oh, da kommen wieder zwei. Da kommen wieder zwei. Wir können uns einen Bogenschützen noch hier gönnen. Let's go. Der Bogenschütze wird gegönnt und ihr seht es. Oh, was können wir hier machen? Wir können hier verteidigen und nochmal angreifen. Wir können sogar steuern hier. Schaut euch das Ganze an. Jo, jetzt sind wir eher.
Auf geht es, kommt her, kommt her. Ich nehme es mit euch allen auf, kommt her. Wir rennen jetzt allein hier einfach hin. Du sammelst einen ganz schönen Haufen Gold. Wir müssen natürlich unsere Truppen ausbilden. Oh mein Gott, Bogerschützen, schnell, schnell, Freunde. Ab geht die Post und komm her. Bam, auf deinen Kopf los. Bam, 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 bam. Oh nein, 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 Freunde. Ja, Mann, wir besiegen. Okay, ich hoffe, die anderen werden es schaffen. Wir gönnen so ein paar Kämpfer hier. Oh, die Bogenschützen sind natürlich alle auf Position. Ihr seht es. Oh nein, unsere Truppen fallen um, aber die gegnerischen Truppen auch. Okay, sehr, sehr gut. Und let's go. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben den Angriff verteidigen können. Der Gegner. Ab geht es. Jetzt können wir uns sogar hier weitere Upgrades freischalten. Wir können jetzt zum Beispiel hier die Minenarbeiter. Wir können hier den Bergarbeiterbeutel upgraden, da können wir hier die Spitzhacke der Bergarbeiter upgraden, zack. Und dann geht es hier sofort weiter. Und was will der alte Mann uns wieder hier andrehen? Wir können es eigentlich theoretisch das gönnen, oder? Schwertzornangriffsgeschwindigkeit wird 20 Sekunden lang verdoppelt. Was haben wir ansonsten noch am Start? Oh, wir haben ja, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Eine goldene Mine und sowas. Okay, jede Menge neue Fähigkeiten. Komm, komm, lass uns das Ganze gönnen. Wut des Schwertzorns. Alles klar, für 30 Juwelen. Katsching. Machen wir hoffentlich nichts mit falsch. Und da würde ich sagen, Freunde, auch diese Schlacht haben wir erfolgreich als Stickman hier erfolgreich gewonnen. Schwertzornen. Die Schwertzornen behaupten, dass die Klingenschmieden, die so scharf sind, dass Gliedmaßen sich schon bei ihrem Anblick vom Körper trennen. Okay, und natürlich müssen wir jetzt auch die gegnerische Statue, wo haben wir sie? Noch ein bisschen. Da ist sie und oh, auch die Minenarbeiter von den Gegnern haben schon richtig Bock, ey, auf ihren Job. Aber dann würde ich sagen, Freunde, let's go, ob die Post. Wir bauen hier wieder richtig viele Minenarbeiter auf. Yeah, schneller, schneller. Und natürlich hier ganz, ganz viele neue Truppen hier am Start. Okay, greifen sie uns jetzt schon an oder müssen wir sie angreifen? Ah, okay, diesmal verteidigen sie und wir sind quasi jetzt hier die Angreifer. Dann würde ich sagen, einen Moment, Freunde, wir farmen erstmal ein bisschen. Wir farmen erstmal ein bisschen Gold und dann schicken wir alle gleichzeitig los. Oh ja, da warten sie schon. Ha, da sind sie, Freunde, und bauen natürlich auch hier Gold ab, um ihre Armee natürlich hier zu erweitern. Okay, Freunde, ich würde sagen, komm, wir gehen all in die Bergarbeiter und dann gönnen wir uns hier gleich die krasseste Armee. Okay, komm, wir gönnen uns hier den nächsten Nahkämpfer, können wir auch mal gönnen. Let's go. Dann gönnen wir uns hier noch einen Bogenschützen am Start für den Fernkampf. Aber ihr seht es, okay, sie stehen da hinten alle. Sie so, ja, kommt doch her, kommt doch her. Und wir stehen auch so und sagen so, ja, kommt ihr doch her. Und keiner traut sich hier was zu machen. Aber Freunde, wir machen das jetzt schon gut. Wir bauen auf jeden Fall eine größere und bessere und stärkere Armee hier als die anderen. So, dann würde ich sagen, zack, gönnen wir noch uns einen Bergarbeiter hier, dass hier schön fleißig das Gold abbauen. Und wir können hier sogar unseren Schaden gleich noch erhöhen. Wir haben dieses Power-Up gekauft. Das wird auf jeden Fall auch hier gleich sehr, sehr interessant kommen. Wir gönnen uns noch einen weiteren Bogenschützen, noch einen Bergarbeiter. Oh, wir haben so viele Bergarbeiter. Die Leute, ihr könnt auch mal in den Kampf gehen, ihr Bergarbeiter. Mittlerweile, oh mein Gott, haben wir so viel am Start. Sie greifen an. Okay, Freunde, jetzt müssen wir alles ausbilden. Nein, sie rennen durch unseren, oh, Bogenschützen. Let's go, let's go, let's go, Freunde. Wir greifen an. Angriff, ob geht es. Oh, wie viele kommen da noch? Wir können so einen Bogenschützen und noch einen Nahkämpfer. Oh, da kommen noch einige, Freunde. Da kommen noch einige. Wir müssen unsere Statue verteidigen. Okay, wir gönnen uns dieses Power-Up, was auch immer das jetzt ist. Ja, wir sind jetzt hier stärker. Ihr seht es und... Ja, na super, jetzt kommt keiner. Leute, kommt ihr? Kommt ihr? Was geht da? Okay, Freunde, wir bilden natürlich einen Bogenschützen aus, noch einen Nahkämpfer, noch einen Minenarbeiter. Und schaut euch mal unsere Stickman-Armee an. Komm her, Armee. Attacke, kommt doch her. Ich bin jetzt alleine in den Angriff. Alleine in den Angriff. So ein Bogenschützen währenddessen noch ausbilden. Hey, na Leute, wow, schnell weg. Oh, hey, krieg mich doch. Lalala. Und da rennen wir weg. Hey, Leute, hey. Oh Gott, nein, oh mein Gott, nein, Freunde, oh, schnell, oh, weg hier, wir haben kein Leben, wir werden hier komplett, hey, okay, jetzt wollen die es wissen, jetzt werden die hier richtig verkloppt, Freunde, oh nein, schnell, nein, da wurden wir erledigt, aber Freunde, die haben ja gar keine Chance, auch nur ansatzweise in die Nähe hier zu kommen von unserer Statue, bam, 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 ihr seht es, oh, ich glaube, diese Schlacht haben wir auch erfolgreich gewonnen, wir haben so viel Gold am Start, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Gold, wir bilden uns natürlich hier die ganzen Truppen aus. Okay, sie sind aber auch ready.
Ich glaube, Freunde, unsere Armee ist groß genug. Wir gehen in den Angriff. Ab geht es, Freunde. Let's go mit den Bogenschützen, mit den nahen Angreifern. Ihr seht es. Oh, da rennen sie weg. Da rennen sie weg. Diese, oh, deine Hilfe. Let's go. Okay, Freunde, sehr, sehr gut. Wir werden jetzt die Statue hier komplett in Grund und Boden zerstören. Sehr, sehr gut. Von hinten haben wir die, oh, so viele Bogenschützen. Hey, was macht der Minenarbeiter hier? Hey, Kollege, ihr seid falsch hier. Der kommt auch. Der Feind hat Verstärkung. Oh mein Gott, angefordert. Ach du Heilige. Ach du Heiliger Bimbam. Ach du Heiliger Bimbam. Rückzug, Leute. Rückzug. Rückzug, Rückzug. Alle nach hinten. Alle nach hinten. Was geht da? Oh mein Gott, wie viele. Wie viele sind das? Schaut euch das Ganze an. Aber wir haben natürlich hier jede Menge Bogenschützen noch hier hinten. Das hier bloß nicht hier. Oh, let's go, let's go. Okay, jetzt nach vorne. Ab geht es. Besiegt sie. Unsere Statue darf nicht zerstört werden. Wir bauen hier natürlich, bilden natürlich hier wieder jede Menge aus. Oh ja, okay, Freunde, jetzt ist unsere Chance. Ich glaube, jetzt haben wir sie besiegt. Hat die überhaupt noch Truppen da? Ah, nur noch ein paar. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, komm, wir müssen in den Angriff gehen. Wir gehen hier in den Angriff. Let's go, Freunde. Wir haben leider nur noch einen einzigen hier, der ganz vorne ist. Der nimmt es hier mit allen Minenarbeitern auf. Ihr seht es. Wir müssen einfach nur die Statue des Gegners hier zerstören. Los, Bogenschützen. Oh, wie viele Strichmännchen-Bogenschützen sind das denn? Und sie schießt jetzt hier auf die Statue volle Kanone drauf. Bam. Und sie wird gleich stürzen. Sehr, sehr gut, Freunde. Das machen wir doch wie ein Profi hier. Let's go. Sie hat nicht mehr viel Leben. Alle Truppen wurden auch besiegt. Und damit ist die Statue gestürzt. Victory. Und damit haben wir den nächsten Sieg freigeschaltet. Oh ja, mal schauen, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt wieder eine neue Truppe am Start. Alles klar, dann können wir auch sogar springen und sowas. Okay, dann würde ich sagen, okay, let's go. Ah, wir können jetzt hier den Burgbogenschützen verbessern. Aber komm, lass mal lieber... Oh, das Schwert haben wir noch gar nicht geupgradet, sehe ich gerade. Und vielleicht noch den... Ja, komm, dann und noch den Bogen, würde ich sagen. Können wir auch nochmal, zack, eine weitere Stufe weiter upgraden. Und dann würde ich sagen, let's go, Freunde. Der nächste Kampf geht los. Sperrt uns. Und, ah, wie der Name schon sagt, sie haben jetzt anscheinend Speere und sowas am Start. So, Freunde, da kommen sie wieder. Da kommen wieder hier unsere Bergarbeiter. Wir brauchen wieder richtig viele von denen am Start. Dass wir natürlich hier so, zack, jede Menge Gold produzieren. Okay, das ist unsere Taktik, okay? Wir fahren am Anfang viel Gold, bilden einige Truppen auf und dann rennen wir sie einfach rüber. Ihr seht, oh, kommen sie jetzt schon? Ah, nee, okay, sie machen auch erstmal den Defensiven. Wir müssen natürlich auch immer hier strategisch spielen. Das bedeutet, wir müssen immer unsere Gegner im Auge behalten, was sie machen. So, unser allererster Trupp wird jetzt hier sofort ausgebildet. So, Kollege, kommst du mal kurz? Ja, da kommt er. Jawohl, der Schwertkämpfer. Wir haben sogar sein Schwert geupgradet. Okay, Freunde, was geht bei den anderen? Da ist er. Okay, er hat einen Speer am Start. So, würde ich sagen, komm, wir können noch einen hier, so einen Bergarbeiter und noch eine weitere Nahkampftruppe upgraden. Und einen Bogenschützen können wir uns auch gönnen. So, langsam kriegen wir jetzt hier sehr, sehr viel Gold am Start. Let's go. Oh, wir haben hier angegriffen. Nee, alles klar. Okay, er hat bis jetzt nur einen am Start. Boah, wie viele Minenarbeiter hat der denn? Okay, Freunde, vielleicht brauchen wir auch hier ein bisschen mehr Minenarbeiter hier. Obwohl, wir haben auch jede Menge, muss ich sagen. Wir können es probieren. Sollen wir es jetzt schon probieren mit einem frühen Angriff? Vielleicht sorgen wir so für den Überraschungsmoment, wisst ihr? Okay, Freunde, ich würde sagen, komm, wir bilden noch hier einen Nahkämpfer aus. Let's go. Und dann können wir uns noch hier einen Bogenschützen ausbilden. Und da würde ich sagen, Freunde, ja, wir warten noch auf einen Nahkämpfer. Und dann sollten wir eigentlich in der Überzahl sein. Okay, nur bis jetzt einen. Da hinten hat er noch einen ausgebildet. Ich weiß auch nicht, wie stark die sind. Okay, Freunde, ich würde sagen, jetzt oder nie. Angriff, Leute. Okay, okay. Das ist der Überraschungsangriff. Wir kommen mit 5 Mann an. Ihr seht's. Okay. Und er kommt auch. Oh, die haben aber viel Leben. Die haben sehr, sehr viel Leben hier mit den Speeren. Ihr seht es. Oh mein Gott, Freunde. Wir bilden natürlich hier weiter Truppen in der Zeit die ganze Zeit aus. Da kommen sie, die Bogenschützen. Oh, wer wird den Kampf gewinnen? Es wird hier sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Aber die Gegner, oh, halten gut stabil. Let's go, da rennt der weg. Der so, Hilfe, Mama, wo bist du? Let's go, Freunde. Ab geht's, ab geht's, ab geht's. Mehr Truppen hinterher, mehr Truppen hinterher. Und, jawohl. Oh mein Gott, okay, wir haben schon ein bisschen Damage zur Statue gemacht. Sehr, sehr gut. Okay, okay, Rückzug, Rückzug. Renn, 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 renn. Renn, 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 Freunde, okay. Oh, oh, jo, wie viele kommen da? Oh mein Gott, okay, 3 Leute kommen da. Wir bilden natürlich hier weiter unsere Truppen aus. Da rennen sie aber weg in den Rückzug. Okay, aber alles easy. Alles easy peasy lemon squeezy. Die Bogenschützen schießen natürlich hier weiter drauf. Und da würde ich sagen... Oh, ich bin jetzt ein Minenarbeiter. Hilfe. Leute, Angriff. Okay, wir greifen sie jetzt an, um quasi unsere Statue jetzt hier zu verteidigen. Ihr seht es. Oh, ab geht's. Da kommen unsere ganzen Minenarbeiter. Ihr seht es. Oh, was geht hier?
Man erkennt gar nichts, aber man sieht auf jeden Fall, dass unsere Armee deutlich besser dran ist. Oh yeah, let's go. Und jetzt können wir eigentlich die Chance nutzen. Wie viele haben wir? Okay, Freunde, ich würde sagen, komm, wir gehen all in. Wieso bin ich jetzt hier dieser Minenarbeiter? Ich will nicht der Minenarbeiter sein. Ich will raus, ich will raus. Wie gehe ich denn hier raus? Ah, alles klar, okay. Wir sind wieder draußen. Okay, okay. Dann würde ich sagen, oh, was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh, er hat die Bogenschützen am Start hier. Ansonsten, okay, wir haben ganz viele Bogen hier. Los, los, los. Ab geht es. Aber seine Armee ist auch stark. Okay, Freunde, wir müssen mehr ausbilden. Sie müssen direkt hinterherkommen. Direkt hinterherkommen. Die ganzen Bogenschützen. Oh, der Feind hat, oh, Verstärkung angefordert. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Oh nein, oh nein. Ich glaube, okay, Freunde, es ist Zeit. Rückzug, 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 Rückzug. Man sollte wissen, wann die Zeit ist, zu gehen. Und da sind unsere Minenarbeiter. Ihr seht es. Rückzug, Männer, Rückzug. Ansonsten habe ich keine Chance. Rette sich, wer kann. Rette sich, wer kann. Aber wir haben der Statue gut Damage gemacht. Und jetzt, Freunde, greift sie an, damit sie hier, oh, der Statue, oh mein Gott, was geht hier ab? Bloß nichts antun von uns, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, die Bogenschützen, oh, werden angegriffen, die werden hart attackiert von uns, muss ich sagen, aber sieht gut aus, okay? Die Gegner sind wieder down, aber wir müssen ja auch nicht nur verteidigen, sondern wir müssen auch irgendwie jetzt gleich angreifen können. Oh, da rennt er weg, da rennt er weg, tschüss. Da rennt er, los, schnappt ihn euch, oh nein, so wenig Leben. Hinterher, hinterher, ich renne hinterher, ich krieg den, ich krieg den, ich krieg den, Leute. Ich krieg den, ich krieg den, ich krieg den. Komm her, komm her, komm her. Bäm, bäm. Da haben wir ihn besiegt. Let's go. Und wir können jetzt selber hier auf die Statue, ihr seht es hier, oh, drauf zielen. Let's go, Freunde. Wir spannen den Bogen. Bam. Und komm schon. Sie hat nicht mehr viel Leben. Und die Statue ist umgestürzt. Und damit haben wir den nächsten Sieg hier als Strichmännchen-Armee geholt. Let's go. Oh, jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir diese Speeren hier freigeschaltet. Die können wir auch direkt hier upgraden. So, das Ganze wird natürlich verbessert, das Schild und so weiter. Zack, jetzt haben wir hier den nächsten in unserer Armee am Start. Und da würde ich sagen, Freunde, geht es sofort ab in den nächsten Kampf gegen Angriff der Schwertzorn. Oh, ich glaube, gegen die haben wir schon mal gespielt. Das bedeutet, sie probieren jetzt ihr Land zurückzuerobern. Aber, Freunde, nicht mit uns. Ich würde sagen, boah, die kosten 500 hier, diese Speere da, diese neuen Speerkrieger. Aber die sind natürlich noch ultra stark. Okay, erstmal würde ich sagen, so, let's go. Wir holen natürlich hier jede Menge Minenarbeiter ins Game rein. Das ist unsere Taktik, weil in der Zeit, wo, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Yo! Jo, was ist denn hier los? Ey, wenn die uns gleich angreifen, dann haben wir ein kleines Problem, Freunde. Alter, wir haben doch hier gar keinen einfach. Wir haben nur Minenarbeiter und er hat eine riesengroße Armee. Okay, Freunde, ich glaube, wir ändern unseren Plan. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich hier ganz, ganz viele Krieger und alles mögliche equippen, weil sie können jeden Moment theoretisch angreifen. Und wenn sie angreifen, haben wir auf jeden Fall ein klitzekleines, großes Problem, muss ich sagen. Deswegen ein paar Schwertkämpfer. Der macht schon Liegestützen. Er ist schon richtig ready für den Kampf. So, ein Bogenschütze wird natürlich auch jetzt hier ausgerüstet. Noch weitere Minenarbeiter. Ich gucke immer die ganze Zeit rüber, dass sie bloß nicht angreifen. Oh mein Gott, sie greifen uns an. Oh mein Gott, okay, wir brauchen also einen Speerkämpfer. Ich hoffe, oh mein Gott, wir haben richtig viele Minenarbeiter am Start. Das könnte jetzt krass werden, das Duell. Das könnte krass werden. Das ist Sparta. Ab geht es. Oh, was ein Gemetzel. Werden wir es schaffen, uns zu verteidigen. Okay, es könnte hart werden. Wir rüsten noch einen Speerkämpfer hier aus. Let's go. Los, 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 da kommt der. Da kommt der Speerkämpfer langsam. Oh, du schließen es. Es könnte knapp werden. Es könnte sehr, sehr knapp werden, muss ich sagen. Alter Schwede, sie greifen uns richtig gut an. Das sind viel zu viele. Rückzug, Rückzug. Unsere Verteidigungsbogenschütze kommen. Let's go. Macht sie fertig. Oh nein, sie greifen unsere Statue an. Sie greifen unsere Statue richtig gut an. Okay, okay, ich würde sagen, let's go. Weiter geht es. Okay, wir müssen wieder angreifen. Wir müssen zum Angriff ansetzen. Ansonsten war es hier sofort mit uns. Aber Freunde, boah, ich glaube, let's go. Oh, wir konnten sie gerade, oh, so besiegen und haben damit es geschafft, unsere Statue erfolgreich zu verteidigen. Es waren wirklich so, so viele. Ja, alles klar. Wir können jetzt hier nochmal hier den Helm upgraden. Vom Speerkämpfer und Burgbogenschützen können wir auch nochmal upgraden. Oder die, oh, die Statuengröße. Was sollen wir machen? Oder die Krone. Ah, dass wir mehr Gold verdienen. Okay, lass uns das Ganze machen. Yeah. Jetzt hat unsere Statue so eine Krone am Start. Let's go. Nee, alter Opa, ich will immer noch nichts kaufen. Ich will hier weiter kämpfen. Ab geht es. Magic Kills. Dieses Land wird von Zauberern beherrscht. Deren Magie. Infanterie. Alles klar, Freunde. Let's go. Es gibt anscheinend hier Zauberer oder irgendwelche Magier-Stickmans. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, let's go. Lass uns das Ganze mal anschauen. Wo haben wir sie am Start? Ah, noch sind sie nicht da. Aber oh, wir sehen hier diese
diese Magierstatue und natürlich hier jede Menge Bergarbeiter. Und auch bei uns werden wir die Bergarbeiter equippen, dass wir hier richtig viel schön Gold verdienen, um somit, Freunde, natürlich die krasseste Stickman-Armee der ganzen Welt herzustellen. Wie findet ihr meine Krone hier auf der Statue? Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Okay, wo sind sie? Ich will sie jetzt sehen. Wo sind denn hier eure Magier-Stickmans? In diesem Land soll es also Zauberer geben? Na, dann zeig mal her, dann zeig mal her. Wir haben jede Menge, oh, ihr seht es, Minenarbeiter-Equip. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns natürlich hier jeden einzelnen Kämpfer, dass wir hier natürlich eine starke und stabile Armee haben. So, der nächste Minenarbeiter wird gegönnt. Wir können sogar hier noch einen weiteren Speerkämpfer hier kaufen mit 500 Gold. Oh, sie greifen uns an, da kommt der erste und, jo, da haben wir einen Magier. Tatsächlich, Freunde, einen Magier, habt ihr das gesehen? Und, oh, der geht wieder zurück, der ist, oh, es reicht. Und, oh, was, es spawnt einfach hier neue Stickmans. Oh mein Gott, okay, das könnte krass werden, das könnte jetzt hier unser Untergang werden. Und die erste Schlacht, die wir verlieren, aber niemals, Freunde. Wir werden niemals aufgeben. Macht sie fertig. Auch die ganzen, oh, Magier werden keine Chance haben. Let's go, hier gegen unsere Armee hier anzukämpfen. Wir fahren natürlich hier wieder jede Menge Gold. Boah, es sind so viele. Schaut euch mal die Magier an. Die sind echt nicht schlecht, muss ich sagen. Wow. Jo, wie OP sind die denn? Die erledigen einfach mehrere von unserer Armee. Das kann ja nicht sein. Okay, ich glaube, gegen die haben wir wirklich gar keine Chance. Ihr seht es, okay? Okay, los, 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 Leute. Ihr schafft das. Bam. Oh mein Gott, sie werden richtig weggefetzt. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein großes Problem, Freunde. Die Magier, wir kommen hier nicht mal ansatzweise dran. Wir bauen vielleicht irgendwie Bogenschützen oder irgendwie sowas. Ich glaube so, oh, geht das Ganze besser. Da gehen sie zurück und sie spawnen einfach wieder neue. Das ist so unfair. Das ist ja ultra OP. Wir werden ja niemals, oh nein, eine Chance haben. Da kommen sie, da kommen sie. Das sind viel, viel zu viele. Das sind ja ultra viele hier, die sie spawnen. Ich überlege, ob wir, oh mein Gott, wir müssen zurück, Freunde. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Rennt weg, Männer, rennt weg. Das sind zu viele. Es sind zu viele. Ihr seht, die ganzen Magier kommen und überrennen uns. Wir haben unsere Bogenschützen am Start. Und die müssen hier, erstmal hier, genau. Okay, let's go. Die ganzen Krieger besiegen. Aber, Freunde, sie spawnen immer wieder neue. Sie spawnen immer wieder neu hier in unserer Armee. Okay, Freunde, ich würde sagen, nein. Wir haben sonst keine Chance. Let's go. Los, wir müssen helfen. Wir müssen ihnen helfen. Ansonsten war es hier mit unserer Statue. Weiter geht es. Alle Truppen werden hier natürlich ausgebildet. Boah, es wird ultra schwer, das Ganze zu verteidigen hier. Aber, okay, sieht gut aus. Die ersten Magier, ja, fallen um. Ich glaube, haben wir alle besiegt. Das sind noch ein paar Einzelne. Und let's go. Okay, und da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten. Alter Schwede, das könnte jetzt ein hartes Battle werden. Das könnte jetzt ein ultra hartes Battle werden hier gegen die Magier. Die haben einfach solche Kräfte, dass sie einfach, oh mein Gott, einfach so Explosionen und alles mögliche hier machen können. Das ist ultra, ultra OP. Aber okay, wir kommen langsam aber sicher durch. Hier mit der Armee, mit den Speeren und mit den Schildern kommen wir durch. Okay, ich glaube, von den Truppen brauchen wir mehr. Die kosten aber auch 500, also ultra teuer. Ihr seht es, let's go, let's go. Ab geht es in den Angriff. Wir werden jetzt hier die Statue von ihnen angreifen und wir machen gut Damage. Oh, er ist in die Verteidigung gegangen. Er ist in die Verteidigung gegangen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, Bogenschützen, Schwertkämpfer, alle nach vorne. Aber, oh nein, er hat Verstärkung gerufen. Er hat Verstärkung gerufen. Da kommt die Verstärkung, die ganzen Magier. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber wir haben richtig gut Damage gemacht. Okay, Freunde, zurück. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Wir dürfen keinen verlieren. Wir dürfen keinen von unserer Armee verlieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir bilden natürlich hier weiterhin welche aus. Angriff, Attacke. Freunde, das könnte der Untergang sein. Das könnte der Untergang sein. Aber, okay, ja, er hat ein paar Magier am Start. Aber ich glaube, die Magier können nichts anrichten gegen unsere Armee, gegen unsere Bogenschützen. Sie schießen weiter von hinten drauf. Das ist eine gute Taktik. Währenddessen unsere Speerkämpfer hier von vorne die Statue ankratzen. Das war's. Er hat keine Chance, Freunde. Der Gegner hat keine Chance. Hier seine ganze Armee Platz gemacht. Und damit, ja, die nächste Statue umgeschmissen. Und damit den nächsten Win geholt. Und ich glaube, jetzt haben wir die Magierkarte freigeschaltet. Kann das sein? Let's go. Wir haben jetzt einen Magier einfach. Magic. Und den können wir direkt auch hier upgraden. Sein Magierstab-Upgrade und seinen Magierhut können wir auch sofort verbessern. Und ich will immer noch nichts von dir, obwohl, vielleicht, Freunde, wir haben 90 Dinger, 90 Emeralds. Komm, wir gönnen uns das Ganze so, zack, dass die ganzen Speerkämpfer hier ein bisschen mehr Damage machen. Und kommen die ganzen Schwertkämpfer, zack, gönnen wir uns auch. Und dann würde ich sagen, Freunde, komm, noch einen letzten Finalkampf machen wir. Das ist die Befreie Pertland Challenge. Oh yeah. Und jetzt heißt noch ein allerletztes Mal, Freunde, gebt noch mal Gummi. Wir kommen zum allerletzten Kampf, zu der letzten Schlacht.
Unserer Stickman-Armee. Okay, wir haben wieder hier jede Menge. Oh, das ist die Statue. Ah, interessant. Okay, so eine Schwerterstatue. Und wir haben jetzt. Oh, hier sieht's oben die Magierkarte. 1200 Gold kostet das Ganze. Dafür brauchen wir auf jeden Fall hier jede Menge Arbeiter, um die ganze freizuschalten zu können. Also ein paar Magier will ich schon gerne in meinem Team haben. Dann würde ich sagen, let's go. Jede Menge Minenarbeiter. Immer schön gucken, was unsere Gegner machen. Okay, er bildet so Level 1 Truppen aus. Also die Schwertkämpfer. Interessante Taktik. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Wir können uns ja schon mal so einen Speerkämpfer ausbilden, falls er angreift, dass wir überhaupt eine Truppe haben, die sich hier gegen wehren kann. Ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. So, ab geht es aber währenddessen. Das Gold wird natürlich hier fleißig produziert. Aha, er bildet immer noch nur Schwertkämpfer aus. Interessant. Wir könnten theoretisch jetzt schon angreifen, Freunde. Obwohl, wir haben nur eine Truppe. Ich weiß nicht, wir können noch mal einen normalen Schwertkämpfer, können dann natürlich hier einen weiteren Minenarbeiter, einen Bogenschützen, alle möglichen. Oh, greift der an? Greift der an? Ah, nee, alles klar. Oh, er hat auch einen Bogenschützen. Wir können es probieren, Freunde. Sollen wir jetzt schon angreifen? Ich würde sagen, komm, Freunde, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch absolut dumm, aber let's go. Wir greifen einfach jetzt schon mal an. Vielleicht bringt es ja irgendwas, dass wir einige von seinen Truppen erledigen können. Okay, jawohl. Die ersten Truppen haben wir erledigt. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Weiter geht es in den Angriff. Oh, er hat zwei Bogenschützen. Wir haben nur unseren Speerkämpfer bis jetzt. Oh, das könnte hart werden. Das könnte hart werden. Oh, er rennt weg. Er rennt weg. Let's go. Aber, okay, okay, er hat Bogenschützen. Rückzug, Rückzug, alles gut. Rückzug. Wir haben schon mal ein paar von seiner Armee down bekommen. Das ist doch sehr, sehr gut. Und in der Zeit produzieren wir natürlich hier weiter. Ihr seht es. Let's go. Hier weiter Gold. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt werden wir angegriffen. Jetzt werden wir angegriffen. Okay, Freunde. Ich hoffe, wir werden den Angriff natürlich hier standhalten. Oh nein. Nein, nein, unser Speerkämpfer wird erledigt. Nein, Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Renn. Renn weg. Nein, ich bin das. Oh nein. Renn. Ich renne überlebt. Verdammt nochmal. Der darf nicht erledigt werden. Der war so teuer. Aber Freunde, komm schon. Jawohl. Okay, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber, oh mein Gott. Kommen Sie wieder? Kommen Sie wieder? Ah, nee, okay. Da haben wir. Ah, da rennen sie weg. Das ist hin und her mal kommen. Wir mal kommen. Die. Oh, das wird jetzt wirklich der letzte Finale. Das letzte finale Battle. Das wird immer die epischste Schlacht aller Zeiten. Oh mein Gott. Was? Und sie greifen wieder an. Sie greifen wieder an. Die wollen es aber wirklich wissen. Die wollen es wirklich wissen, ey. Das ist sehr, sehr krass. Aber, Freunde, let's go. Komm schon. Unsere Kämpfer machen das natürlich und verteidigen hier unsere Statuen sehr gut. Oh, Alter, der hat hier ultra viele Bogenschützen. Holy Macaroni. Was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Okay, der hat wirklich viele Bogenschützen. Sie machen sehr, sehr gut Damage von hinten, muss ich sagen. Wir müssen aber vielleicht ein paar Bogenschützen ausbilden. Aber wir haben leider nicht genug Gold, Freunde. Oh, das könnte unser Untergang sein. Das könnte unser Untergang sein. Rückzug, Rückzug. Okay, wir machen Rückzug. Oder wir verteidigen, wir verteidigen, wir verteidigen. Alles klar. Bis jetzt sieht gut aus. Was heißt, sieht gut aus? Alter, ultra viele Bogenschützen. Oh nein, nein, immer mehr Leute von unserer Armee gehen down. Ihr seht es. Wir verteidigen natürlich hier schön. Und ab geht es. Da kommt ein Schwertkämpfer. Aber, Freunde, das bringt nicht. Das bringt. Wir müssen nach hinten, weil er hat nur Bogenschützen. Und wir lassen uns die ganze Zeit vom Bogen treffen. Das ist echt nicht gut. Deswegen würde ich sagen, so genau, wir holen auch unsere Bogenschützen hier raus. Das ist hier unsere Taktik. Bogenschützen gegen Bogenschützen. Los, mach doch was. Okay, sie schießt mit dem Bogen gegen unsere Statue. Aber machen zum Glück nicht so viel Damage. Das ist sehr, sehr gut. In der Zeit bilden wir natürlich hier weitere Arbeiter aus. Hier weitere Truppen. Zack, auch Bogenschützen. Und ich glaube damit, let's go. Okay, wir haben es verteidigt. Sehr, sehr gut. Und er baut eine neue Truppe aus. Wir bauen eine neue Truppe auf. Boah, das könnte wirklich ein epischer Fall werden. Aber Freunde, wir haben mehr. Schau mal, wir haben so viele Truppen. Und er hat alle, oh, wir haben alle von ihm vernichtet. Also wir könnten angreifen, Freunde. Let's go, let's go. Wir greifen an, wir greifen an. Wir machen's, wir tun's, wir tun's. Auch wenn alle von uns down geht, aber wenigstens der Statue ein bisschen Damage machen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber Freunde. Okay, er hat nur Bogenschützen. Ja, es könnte klappen. Es könnte klappen, los. Greift sie an, die Statue. Ab geht es. Los, los, los. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Truppen von hinten. Wir machen gut Damage. Wir können es schaffen. Das ist der erste Angriff. Oh nein, er hat Verstärkung angefordert. Oh, das könnte knapp werden. Okay, Rückzug, Rückzug. Rückzug, rennt. Rennt weg, rennt weg, rennt weg. Das sind zu viele, das sind zu viele. Gegen die haben wir keine Chance. Er hat Verstärkung angefordert. Aber da rennen sie auch zurück. Unsere Statue haben wir erfolgreich verteidigen können. Ab geht es, Leute. Ihr könnt wieder nach vorne kommen. Da kommen sie. Oh, wie viele wir mittlerweile am Start haben. Okay, Freunde. Aber ich will jetzt unbedingt auf den Magier sparen. 1200 kostet der Ganze hier. Und da haben wir genug Gold. Und wir kaufen uns den Ganzen, den ultimativen Magier. Jetzt bin ich gespannt. Der muss doch jetzt ultra krass sein. Okay, Freunde. Unsere Armee vorne steht bereit. Und wo ist der? Da ist der.
Oder? Nee, das ist nur ein Arbeiter, hä? Wo ist der Magier, Freunde? Wo ist der Magier? Oh, das dauert hier ultra lange, bis er anscheinend kommt. Aber er muss kommen, bevor sie angreifen. Oh nein, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Und da kommt er. Hat wer mich gerufen? Da ist der Magier. Und er spawnt neue Truppen. Okay, der darf nicht down gehen. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall verteidigen. Let's go, Freunde. Hä? Ich dachte, die greifen an. Haben sich nochmal anders überlegt. Haben die meinen Magier gesehen und haben Angst bekommen. Sie greifen an. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen auch in den Angriff. Wir gehen auch in den Angriff und wir können sogar unser Power-Up hier benutzen. Dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Unser Power-Up wird benutzt, dass unsere Speerkämpfer hier mehr Damage machen. Oh mein Gott, wie überrennen die? Wie überrennen die richtig? Let's go, ja, Leute. Mal schauen, mal die weg. Jetzt rennen die weg. Ich wusste es. Sie rennen weg, sie rennen weg. Okay, Freunde, wir bilden mehr Truppen aus. Wir bilden mehr Truppen aus. Ihr seht es. Oh, es ist ja ultra krass. Die nächste Fähigkeit wird aktiviert. Bam, unsere Schwertkämpfer machen jetzt auch mehr Damage. Komm schon. Ich glaube, die Statue hat doch schon die Hälfte ungefähr vom Leben weg. Guck mal, wir können sogar noch einen Magier ausbilden. Ich glaube, auch wenn es ein bisschen zu spät ist. Aber Freunde, komm schon. Besiegt die Statue. Lasst uns auch noch die letzte Schlacht, die letzte ultimative Schlacht auf jeden Fall jetzt hier gewinnen. Bevor hier, oh, Verstärkung kommt. Ihr seht es, wir machen das gut. Wir machen das sehr, sehr gut, Freunde. Und die Statue wird gleich umstürzen. Komm schon. Los geht's, meine Strichmännchen. Und bam, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Auch die letzte finale Schlacht konnten wir wirklich mit unserer Strichmännchenarmee erfolgreich gewinnen. Wir können jetzt hier noch die letzten Upgrades hier freischalten. Bam, bam. Aber ich denke mal, das soll es jetzt gewesen sein. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Opa, ich will auch immer noch nichts von dir. Auch jetzt nicht. Vielen Dank. Wir haben es jetzt wirklich geschafft. Ihr seht es. Jeden einzelnen Kampf mit der Strichmännchenarmee konnten wir erfolgreich besiegen. Konnten wir erfolgreich gewinnen. Und wir haben jetzt wirklich die stärksten Strichmännchentruppen in unserem Team. Ich meine, wir haben jetzt einen verdammten angefangen mit Schwertkämpfern und Bogenschützen bis hin zu richtig krassen Speerkämpfern und einem richtig krassen Magier. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.